Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim hier auf meinem Kanal. Ich entmute mich gleich im Discord, denn ich will heute auf die Suche gehen nach zwei weiteren Dracheneiern. Das hat einen bestimmten Grund, den habe ich gerade nachgelesen und das werde ich auch Darko sagen. So, Darko, Aufnahme ist an. Ich weiß jetzt, für was die Dracheneier gut sind, denn ich habe gerade, als ich am Fenster war in Rochen, ein bisschen auf dem Handy rumgegoogelt. Jetzt doch? Ja, die Dracheneier kannst du nicht ausbrüten. Die brauchst du, um den Drachenboss zu beschwören. Den Drachenboss? Ja. Außerdem habe ich noch was Interessantes gelesen. Und zwar, es hat ein Spieler, der auch Valheim spielt, eine Mod entwickelt, womit du alle möglichen Mobs tamen kannst. Auch feindliche Mobs und Boss-Mobs. Ich werde die Mod aber nicht installieren, weil bringt's nicht. Ich will das so spielen, wie es ist. Und da kann man auch Drachen zum Beispiel ausbrüten. Du kannst Trolle tame und bumsen lassen. Du kannst die Grauzwerge bumsen lassen. Die begleiten dich dann im Kampf. Also es ist eine interessante Mod, aber ich glaube nicht, dass ich die jemals installieren werde. Weil wenn du dir so einen Troll tamest, ja gut, ne? Dann hast du das Spiel schon so gut wie durch. Wo wollte ich hin? Genau, ins Eisbiom. Ich brauche Frostschutzmittel. Das wollte ich jetzt nicht machen. Okay, 5 Stück reichen. Was haben wir hier? Geringe Ausdauer nehme ich auch nochmal mit. So. Also, ja, falls du mal Bock hast, im Singleplayer Modde zu spielen, weißt du Bescheid. Kannst du den Mod installieren und dann lossuchten. Und du kannst bei der Mod, habe ich auch nachgelesen, einstellen, wie lange du brauchst zum Tame für die Tiere, wie lange die Fortpflanzung dauert, wie lange das Auswachsen dauert. Ja. Also, wie in Ark. Ja, genau. Und da ist ein Eisgolem, der einfach so rumläuft. Lol. Zu dem werde ich jetzt aber nicht gehen. Hallo, Wuffi. Komm, hitte mich. War klar, ich höre auf zu blocken, du hittest mich. Ist das dann? Stimmt, das war die Hütte, wo ich mich vor dem Golem versteckt habe, vor dem Eisgolem. Hatte ich die gelootet? Ja. Okay. Lootet, der Pümmel dort nämlich immer noch rum. Glaube ich jedenfalls. Da wieder ein Eisdrache. Der hat irgendwas kaputt gehauen. Das Portal? Nee, der ist gar nicht in der Nähe. Entweder hat er einen Drachen oder einen Wolf kaputt gehauen. Ich will da jetzt aber nicht hingehen, der pümmelt die ganze Zeit dort rum. Ja. Oh, ich liebe diese Atmosphäre hier. No. Ach, hier, nee, das war das Nest von dem Drachen. Scheiße. Ich hab meine Picke weggehauen. Beziehungsweise irgendwo abgeladen. Nicht gut. Oh, 3 Hunde, ernsthaft. Bitte die Hunde mit der Picke klappt? Nee, ich wollte mal das Drachennest versuchen. Oh, unser Portal wird angegriffen von einem Drachen. Kannst du bitte mal hierher kommen? Ich bin mit drei Hunden beschäftigt. Ich bin gerade mit Hunden beschäftigt. Ich kann nicht. Scheiße, ich bin tot.
Fuck, ich bin tausende Kilometer weit weggefühlt. Oh, die haben die Hunde haben die Werkbank geschrottet bei unserem Tame, bei unserer Tamebox. Unser Portal wird angegriffen. Oh, Scheiße. Wo bist du überhaupt? Mit dem Boot auf dem Weg zum Urportal. Oh, warum? Also es dauert mindestens, wenn ich jetzt umdrehen würde, mindestens 10 Minuten. Bis dahin ist glaub das Grab verschwunden, weil das verschwindet doch nach einer gewissen Zeit. Bitte was? Ja. Also nach 10 Minuten ist es auf jeden Fall nicht verschwunden, weil wir haben, um deins zu suchen oder aus diesem Dorf zu holen, über eine halbe Stunde gebraucht. Scheiße. Wer hat nur Scheiße um das Portal? Hab das sowieso. Wieso passiert das immer, wenn wir eine Aufnahme anhaben? Damit mehr Action ist. Keine Ahnung warum. Ich sag mal so, noch steht das Portal. Habe mein Grab wieder. Scheiß aufs Portal. Und durch. Und die haben mich noch gehittet, die Hunde. Wenn jetzt nur mein Grabstein durchkommt, fresse ich einen Besen. Nee. Bist du gestorben, oder wie? Nee, zum Glück nicht. Aber trotzdem, ey, ist doch. Aber wo ist meine Pickin? Ich wollte versuchen, bei dem Drachennest, wo ich das Ei gefunden habe, da waren so eine Art Kristalle. Die wollte ich versuchen abzubauen. Das Ding wollte ich hier lassen, so. Gibt's eine Kristallpicke als nächstes, weil das Obby konnten wir ja noch nicht abbauen. Ich denke mal, das kannst du mit Eisen abbauen, was wir dann im oder nach dem Sumpf kriegen. Aber ich wollte also einfach... im Sumpf hatten wir ja nichts gefunden, was ja, guck mal, wie weit wir im Sumpf waren. Das war nicht weit drin, ne? Da müssen wir eh nochmal mit dem Boot hin. Oh, ich habe jetzt alle drei Sachen essen müssen. Wurst, Honig und Karottensuppe. Ich glaube, das gibt 150 Leben. So wie das aussieht. Meine Leiste unten, die ist doppelt so lang wie die drei Essensdinger, wo du das Essen drin hast. Ich regeneriere gerade 7,5 Leben pro Tick. Oh Mann. Aber ich habe jetzt fast... Ja, ich habe jetzt fast die Strecke ohne Damage geschafft. Das möchte auch sein, sonst musst du halt nur, ja. Wenn ich wiederkomme, repariere ich das halt. Ja, du kannst auch so reparieren. Du brauchst nur 10 Holz, eine Werkbank in der Nähe vom Boot und dann reparieren. Ja, warum habe ich das mit reparieren gesagt? 78, 88 Leben. Oh, schwierige Zahl. Was? 88? Warum schwierige Zahl? Na haha. Für was steht die 88 wohl? Jetzt wirklich keine Ahnung. Haha steht für... Sag's mir nach der Aufnahme. Na, wer hat im Zweiten Weltkrieg Deutschland angeführt? Ja, aber 8-8 ist nicht... Es Aha. steht für H... Doch! Der achte Buchstabe im Alphabet ist das H. Und das Doppel-H steht für Heil... Ja, ich hab's schon verstanden, aber du kannst doch nicht jeder der 88 also ist ich damit... Ich bin wieder tot. Was? Achso. Oh. Ich bin gerade wieder durchs Portal. Die Tiere greifen dort einfach alles an. Ein Frostschutzmittel bitte. Ganz kurz, ein Pilz will ich essen. Ein gelben Pilz. Danke. Also ich komme auf, wenn ich alles einmal gegessen habe, Wurst, Beeren und Pilze auf 103. Ich würde ja sagen, dass ich jetzt... ja, mehr esse, aber ich habe jetzt nur jedes einmal gegessen, weil ich jetzt zu Fuß dahin renne.
Weil ich bin weit vom Berg. Scheiße, da ist ein Krautzwerg mit roten Augen bei unserer Base. Und hier draußen ist auch schon wieder alles gedamaged. Ist aber kein Raid, oder? Nein, das ist aber ein Berserker und der macht auch gut Damage. Nee, ich renne jetzt nämlich zum Todespunkt von mir, weil ich bergabwärts gerannt bin. Ich hoffe mal, dass ich das hinkriege. Ausgut bin ich aktuell, das heißt, ich regeneriere auch schneller Ausdauer. Kann ich gut sprinten, ne? Und wer weiß, vielleicht kann ich unterwegs noch was abfarmen. Ja, ein Drittel habe ich schon wieder geschafft vom Weg. Mein Wolf will ich noch nicht mitnehmen. Und vor allem jetzt nicht, wenn du keine Sachen und so weiter hast. Ja. Nee, also hätten wir jetzt schon zwei Wölfe und die hätten einen als Nachwuchs gezeugt, hätte ich ja den einen mitgenommen. Aber ich glaube, bei. Und ein Wolf gegen drei ist schwierig. Und vor allem, wenn es halt, wie du eben sagtest, noch nicht der Nachwuchs ist. Och nö, nicht du. Oh nee, ein Grünaugenzwerg. Der vergiftet mich doch wieder. Kusch dich. Okay, scheiß auf Pilze und Bären. Ich renne jetzt definitiv erstmal zum Grab. Ja, du meinst diesen so ein Hexenviech? Ja, so ein Schamane, der heilt, aber vergiftet. Also er heilt sich und seine Verbündeten, vergiftet dich aber. Ja, er hat mich schon häufig mit so einem Nebel abgeschossen. Ich habe aber noch nie Giftschaden bekommen. Das kriegst du gar nicht mit, weil das ist nicht viel. Aber ich habe halt, wie gesagt, nichts an. Renn gerade mit 74 Leben durch die Gegend. Na ja, gut. Also ich habe null Schutz. Und das alles nur, weil ich zwei weitere Eier holen wollte und gucken wollte, was das ist, wenn ich das abbaue. Falls man das überhaupt abbauen kann am Drachennest. Okay, hier lang und dann bin ich gleich da. Ich hoffe, die Wölfe sind weg. Oh, ich höre einen Drachen. Okay, die Drachen kämpfen gegen Wildschweine. Hattest du schon vorher einmal gesagt? Ich weiß gar nicht, ob ich da in Aufnahme war. Achso. Aber wobei, doch, ich glaube, weil ich ja den Hund zurückgebracht habe. So, dort oben ist mein Grab. Sehe ich aktuell einen Hund? Ich komme jetzt so langsam zurück. Du erfrierst. Einmal die 8, danke. Wortwörtlich, ich komme langsam zurück, weil ich Windfrontal gegen dich habe. Du Drache! Oh, noch ein Drache! Ich bin schneller als ihr. Drei Drachen. Ich bin eingefroren. Fick dich. Lass mich. Sowas nennt man Karma, Ike, wenn man ich sagt. Ich hab mein ganzes Zeug. Aber die verfolgen mich. Ja, eben. Zickzack, ausweichen. Frag mich, wie lange die einen verfolgen. Ob ich die mit zu uns schleppen kann. Du würdest dir nur selbst ins eigene Bein schneiden damit. Ja. Alter, jetzt wähl doch mal deine Waffe aus, du Knallbirne.
So. Angezogen habe ich alles, ganz kurz fressen. Und ich habe 2 Himbeeren unterwegs gesammelt. Ich bin gut. Okay, ab ins Schneebiom. Ich lern's einfach nicht. Da fliegen jetzt die Drachen. Okay. Dann gehe ich von der anderen Seite ran. Hast du eigentlich deine Bronze-Items abgegradet? Ja, ja. Kannst du auch machen. Bis auf die letzte Stufe. Das müsste bei der Picke Stufe 3. Das müsste überall Stufe 3 sein. Schön, wir haben von Bronze. Ja, ich habe es alles bisher nur auf 1, weil ich nicht wusste, ob ich das mache. Es gibt mehr Haltbarkeit auf jeden Fall. Nein, also, ob ich das einfach nur darf. Ja, klar darfst du das. Du kannst auch Waffen, Rüstung und alles upgraden. Dafür ist das Zeug ja da, was wir farmen. So, erster Wolf ist down. Alter, 2, 4, 6, 7, 8, 7,5 Ausdauerbalken habe ich unten. Nur durch das Essen alleine. Ja. Wir müssen wirklich offscreen mal einen Tag lang nur farmen. Ich will nicht mehr ohne das Essen spielen, Darko. Gibt es dann vielleicht noch Besseres irgendwann? Kann alles sein. Wie gesagt, wir haben Valheim noch nicht mal ansatzweise durch. Wir haben jetzt den dritten Boss von 6. Und ich... Ja, der 6. ist ja die Seeschlange. Und selbst dann kann man es immer weiterspielen, weil du brauchst ja nicht nur, ich denke mal, eine Schuppe der Seeschlange, sondern mehrere. Für das, was man daraus bauen kann. Naja, ich habe dein abgeparktes Los gefunden. Ich musste gerade überlegen, was du meinst. Ja, dein zurückgelassenes Los halt. Ich gucke gerade, ob ich hier noch so eine Art Dungeon finde im Nebium. Aber bis jetzt sind mir nur Wölfe entgegengekommen. Hier ist wieder Obby. Und ich glaube auch, um den Drachen zu beschwören, muss man ganz hoch auf den Berg. Nee. Kommen wir ohne Ausdauer da oben, Mann. Erstens das und zweitens, ja, die ganzen Babydrachen, die uns unterwegs noch das Leben schwer machen. Und wir können, abgesehen, wenn du den ganzen Berg wieder runterspringen willst, nicht ausweichen. Nee, du kriegst Falldamage. Das ist das nächste Ding. Also wenn du falsch springst, ja, du bist am Arsch, dann wortwörtlich. Aber eigentlich müsste es hier ein Dungeon geben, denn in jedem Biom, also was wir jetzt bis jetzt hatten, gab es immer ein Dungeon, wo uns der Spawnpunkt vom Bossmob markiert wurde. Ja. Aber irgendwie... Aber wir haben auch ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel von Steine. Ich habe gleich den ganzen Schneeberg hier aufgedeckt und da ist wieder ein Drachenei. 3 Eisdrachen. Kriege ich das hin, die heimlich abzuschießen? Ja, Nummer 1. Oh, diese Lecks, wenn es speichern tut bei mir. Erster Drache ist down. Wo ist der zweite? Da.
zweite ist auch down. Nice. Ich habe eine Drachentrophäe. Wofür braucht man die denn dann, wenn nicht fürs Beschwören? Für die Trophäenhalterungs-Dingsbums, denke ich mal. So beschreibe. Wie viel wiegt so ein Ei? Viel. Gewicht 200. Ich hab das nächste Ei. Was ist eigentlich dein Ziel gerade? Wolf oder Looten? Eier. Aber da ich nur eins mit mir jeweils rumschleppen kann, darf ich den Weg zurück nach Hause antreten. Ah ja, stimmt aber. Und ich hab den Schneeberg, ich glaube zum dritten schon aufgedeckt gerade. Ich hab dich gesehen, du Wichsvieh. Komm hier runter, komm. Ha! Und die nächste Trophäe. Der Stein sieht ein bisschen merkwürdig aus. Das ist normal, das ist normal. Okay, das ist ein normaler Stein. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es wäre Eisen. Eisen gibt es doch nur im Sumpf, meintest du? Ja, aber es kann ja auch sein, dass es hier noch was gibt. Ich gucke mir jetzt einfach mal jeden popeligen Stein an, den ich hier finde. Also das ist Obsidian, das sieht man. Der ist so rissig. Ach, ich komme ja nicht durchs Portal mit dem Ei. Stimmt, da war ja was. Okay. Dann setze ich jetzt den Weg nach Hause an. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt hierher gefallen. Es war mal wieder eine Folge, wo ich gestorben bin. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich werde jetzt ganz gemütlich nach Hause gehen und unterwegs noch Essen farmen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.